Moin Leute, willkommen hier bei Micha Bellum. Schon heute dem Spezialist für schnelle Lieferung. Wir sind eigentlich mit zwei Stahlkugeln gestartet, aber ich habe direkt einen verkauft und mit zwei Mustangs geholt, weil wir direkt schon gegen Phoenix spielen hier. Und Arkla jetzt, ich bin mal gespannt, was er sich noch extra geholt hat. Ich glaube, gar nichts hat er sich noch geholt. Okay. Zu der. Riesenspezialist. Okay, ja, also diese Runde sollten wir nicht haben. Allein schon wegen den ganzen. Ja. Wegen den ganzen Mustangs. Was würde ich machen, wenn ich er wäre? Ich würde mir jetzt wahrscheinlich einen Vulkan holen, deswegen. Viel Money haben wir. Wir haben nicht sehr viel Geld, um jetzt zwingend einen Schmelzpunkt zu holen, um das zu kontern. Ich meine, wir haben Stahlkugeln. Stahlkugeln. Und falls er nicht drauf gehen sollte, was ich denke, wenn er jetzt nicht auf dem Flammenwerfer geht, auf dem Vulkan, könnte ich vielleicht das einfach so machen, aber halt, die sind immer noch einfach da, damit die halt vorher schon mal die ersten Schüsse von den Phönixen halt auf jeden Fall von denen abgefangen werden. Arclights kann ich, glaube ich, verkaufen. Aber eigentlich möchte ich die nicht verkaufen, einfach weil die immer noch ein guter Säuberung sind halt und so. Was? Festung? Ja, der Antiluftsperrfeuer ist interessant. Hat sogar Panzerung auf der. Okay. Jetzt bin ich verwirrt, muss ich zugeben. Denn ich verstehe nicht, warum da jetzt eine Festung kommt. Wenn ich ehrlich bin. Ja, keine Ahnung. Ich war geil. Danke. Ich meine, Vulkan, er wäre auf jeden Fall. Oh, wäre schnell. Oh. Direkt auf der Seite klatschen, wo halt die Festung ist. Weil die Teile können ja, selbst wenn der Typ sich die Panzerung holt von den bei der Festung, können ja trotzdem richtig schön einfach trotzdem Schaden machen, weil juckt einem das einfach gar nicht. So. Also Charged Ammo ist halt einfach. Geladene Munition ist halt echt. Extremst nice. Gibt einfach den Sachen, die halt leider keine Fähigkeit haben wie die hier, einfach die Möglichkeit, trotzdem schön Schaden zu machen. So, das wird richtig Fang-Spam von ihm, kann das sein? Ich bin ehrlich, ich möchte auch nicht zwingend. Mich nicht zu hart jetzt auf Dingens fokussen. Das machen wir mal so. Damit wir direkt connecten, machen wir das mal so. Okay, einen direkten Oberherr. Hat der Panzerung? Der hat keine Panzerung. Was macht er? Also der nutzt auf jeden Fall voll und ganz seine Riesenspezialist-Fähigkeit aus, ey. Ohne Witz. Das ist ja echt nervig, Mann. Ich habe mal den Crawlern jetzt Plizieren gegeben, natürlich logischerweise, weil, ne? Damit die nochmal mehr Schaden machen. Dadurch, dass natürlich mehr Crawler kommen und einfach auch mehr Ablenkung, das wird gut. Kriegen wir die. Ne, ich glaube, jetzt ist echt die Zeit gekommen für einen Schmelzpunkt, ja. Ich meine, unsere Mustangs haben jetzt noch seine fliegende Festung heruntergeholt. Ein Oberherr, aber was ist mit uns? Was kann man? Raketenangriff, Umgruppierung.
Die sind jetzt schon Stufe. Ich glaube, ich sollte hier leveln weiterhin. So, der bleibt da so, dann ist er so ungefähr so hier in der Mitte, dann kann er schnell dahin. Er ist keine Range der Junge. Übrigens, das Schild ist, damit er mir mein Dingens nicht verkaut. Oder geht er jetzt auf die? Wenn er sich auf einen Luftschlag holt, ist natürlich die Sache. Okay, ich klatsche erstmal das hier weg. Das hat sich direkt auf Schritt 2 geholt, okay. Welchem Grund auch immer. Und trotzdem geone-shottet von meinen Arclights, ne? Ja. Wo die nur Stufe 1 sind. Ja, verdammt, ich wusste es. Ich dachte, ich kann es verhindern. Scheiße. Ah, ich habe gedacht, ihr macht es links, weil links charged Ammo haben die Teile. Das ist jetzt blöd. Naja. Stufe 2 Overlord. Keine Ahnung, ob das ein Missklick war, weil ich verstehe nicht, warum man sich direkt eine Stufe 2 geholt hat, weil das natürlich einmal extra nochmal 200 kostet. Sollen wir den aufleveln direkt, den Jungen? Können wir auf jeden Fall Range geben. Erhöht die Reichweite von um 20, verringert aber die HP um 40 und erkennt. Oh, what the fuck? Das ist so richtig hart genervt, Junge. Oh! Dann kann ich ein bisschen ein paar Spielchen machen. Ich möchte ich nicht so weit vorne haben. Das ist okay für mich. Wenn jeder festhängt, ist mir das relativ egal. Das ist sogar vielleicht gar nicht mal so schlecht. Soll ich den Mustangs Range geben? Ich glaube einfach, damit sie ein bisschen Entfernung haben, wäre es glaube ich ganz gut. Ich glaube, es wäre geiler, wenn ich das Range auf den mache. Ja. Macht irgendwie mehr Sinn. Und ich glaube, wir werden jetzt durch die ganzen Fangs, werde ich dann jetzt nächste Runde auf jeden Fall einen Vulkans mehr holen. Brauchen nämlich auch ein bisschen Säuberung von dem kleinen Dreckskram, der jetzt immer weiter kommt. Wird das auch nochmal. Punkt, so, weiter geht's. Okay, der Kleinkram ist krass schnell weggeschottet worden. Unsere Mustangs. Läuft ganz gut eigentlich, muss man sagen. Jetzt hat er irgendwie keine Chance gehabt, irgendwas zu machen. Nicht super. Für mich. Verringert die Upgrade-Kosten. Ich habe noch nicht sehr viel Upgrades, außer halt Reichweite bei der... Bei den Schmelzpunkten, warte mal, dann vielleicht. I don't know. Geschwindigkeit. Ich pushe ja eh mega hart rein. Wäre vielleicht Geschwindigkeit besser? Feuer könnte er machen, auf jeden Fall. Ne, komm, ich mach das. Ich gehe mal davon aus, dass er auch irgendwas mit Feuer macht.
Einfach Schutz ein bisschen weiter vorne, aber weil die eh reinlaufen, mache ich das nur so. Hier kann ich das eigentlich, ja, das ist halt dann einfach so. Kann ja nicht jetzt alles schützen. Ah ja, Schilde. Das ist natürlich jetzt echt schlecht, aber Feuer. Deswegen Feuer. Guckt euch an, wie schnell die schmilzen. Skorpion? Ja, ich meine, hey, why not? Ich meine, das Teil geht mir auf jeden Fall, ist auf jeden Fall echt stark gegen meine Rieseneinheiten auch, klar. Macht Sinn. Festung ist auch schon auf Stufe 2 von ihm jetzt. Rechts hat er eine weitere Festung jetzt auch. Es ist dann nicht vorbei. Oh, krass, okay. Parasitic Armor. Das ist halt die Frage. Ne, es lohnt sich aber nicht, wenn ich jetzt so mit Feuer spiele, tatsächlich. 400 Euro ist halt schon echt extrem viel, Mann. Ich glaube, ich will jetzt das machen. Soll ich den verkaufen, den auf 3 hier? Ich weiß es nicht. Das würde mal eine richtig Kohle geben. Oh ja, das war Missklick. Ups. Sorry, boah. Das war nicht so geplant. Sehen wir mal so, dass er perfekt dahin geht. Ein weiteres Schild. Ein weiteres Schild. Nein, ich brauche das nicht. Warte mal. Machen wir Action damit. Okay, das bringt gar nichts mehr, das zu tun. Dann machen wir ihn doch jetzt einfach nochmal. Ich glaube, Leben. Am Leben bleiben ist wichtig, glaube ich. Ja, das macht Sinn. Oh, Wasp, das ist echt ätzend. Jetzt wünsche ich mir tatsächlich, ich hätte Range bei meinen Fangs reingehauen. Aber sollte trotzdem klappen, ja. Die Wasps werden echt gut weggeschmolzen. Außer in der Mitte. Aber wir haben jetzt halt mehrere Schmelzpunkte, deswegen schmilzen wir die trotzdem ganz gut weg, die Teile. Dass unser Vulkan hier noch lebt, ey. Okay. Ja, das sollten wir aber haben. Wir haben zu viele Schmelzpunkte, da kommt er nicht hin. Daher das alles. Also, da haben wir einfach direkt alles gekontert, irgendwie, was ja aufs Spielfeld hier gehauen hat. Ich meine, unsere Mustangs haben halt die ganze Zeit gereicht, um mal die zu killen. Und dann habe ich halt irgendwann natürlich irgendwas mit Feuer gemacht, weil bei so vielen Fangs war einfach nur eine Frage der Zeit, wenn da mal irgendwie Schilde kommen. Frag mich tatsächlich, ich bin ehrlich, aber was habe ich jetzt echt gar nicht mitgerechnet? Genauso wie mit Skorpionen. Zumal auch mit Säureangriff, das, keine Ahnung, das war komisch. Hat der? Gab's? Nee, es gab keinen. Was? Er hat erweitert das Angebot. Vulkanreiche, weil er wird sich um HP sinken um fast. Der hat nicht mal einen Vulkan ja gemacht. Was? Okay. ETF? Er hat echt viele Fähigkeiten, ne? Ich habe nur meine Anfangsfähigkeit und halt dann Technik-Spezialist. Hat mir, glaube ich, an sich auch einigermaßen was gebracht, weil ich dann halt auf Feuer und so gegangen bin. Aber an sich hätte ich, glaube ich, auch Geschwindigkeit nehmen können. Aber Geschwindigkeit, ich weiß, ich wollte nicht zu schnell reinlaufen eigentlich, weil, keine Ahnung, ich war schon so gut mit der Geschwindigkeit. Ich meine, ganz ehrlich.
Aber naja. Gut, dann haben wir den Jungen auf jeden Fall komplett vernichtet, wie ich meine. Wir haben alles gekontert, was ging. Und durch unsere Mustangs, die ja eh schon Stufe 3 waren, beide. Durch das ständige Hochleveln und auch Upgraden. Haben wir dann auch kein Problem gehabt, die Wasp auf Stufe 2 zu klatschen. In der Mitte war es ein bisschen schwer, aber da waren halt die anderen beiden Schmelzpunkte noch. Und die Schilde haben wir dann auch weggehauen, gut mit dem, mit der elektromagnetischen Sperrfeuer. Also, das war eigentlich auch ganz nice. Ich hätte nicht gedacht, dass er so krass auf Rieseneinheiten geht. Okay, so krass jetzt auch nicht, aber ne, wisst schon, was ich meine. Hätte auf jeden Fall Vulkan nutzen sollen. Damit hätte er auch meine ganzen Mustangs weghauen können und dann hätte er das auf jeden Fall easier haben können. Mit den Wasp auch und so. Naja. Gut. War aber mal wieder eine schnicke Runde. Ich habe nämlich mal meinen. Und damit verabschiede ich mich auch wieder von euch an dieser Stelle und ja. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.